Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den ASOS Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In dem Adventskalender enthalten sind 24 Boxen und in diesen Boxen befindet sich sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege. Ja, und den gibt es bei ASOS.com, also auf der englischen Seite zu kaufen. Das heißt, ich habe auch den Adventskalender in Pfund bezahlt. Da habe ich 75 Pfund für bezahlt. Das ist in Euro umgerechnet gewesen, 86,25 €. Ich bin super gespannt, was sich hier drin verbirgt, denn letztes Jahr habe ich ihn gefeiert. Ich finde ihn richtig gut. Fun Fact, es sind ungefähr 30 Grad heute draußen und nein, ich trage keine Hose. Dieser Weihnachtspulli geht mir auch tatsächlich bis, das ist eigentlich wie ein Kleid tatsächlich. Aber diese Mütze macht mir echt zu schaffen. Deswegen habe ich heute meine Haare auch geschlossen, ne? Weil es ist einfach super warm. Mein Freund hat mir auch gerade ein bisschen was zu trinken gebracht und I'm melting. Aber es ist alles hier für Weihnachten, Leute. Der ASOS Adventskalender kommt dieses Mal in einer super praktischen Acrylbox, die ich super weiterverwenden kann. Ich freue mich da tierisch drüber, denn die kann man sich einfach dann so hinstellen. Und ASOS hat ja auch noch zwei weitere Adventskalender, die ich ebenfalls mit euch zusammen öffnen werde. Die haben ebenfalls so eine Acrylbox und das müsste von den Maßen her auch von der Länge her passen, dass man die so nebeneinander stellen kann. Finde ich super gut. Die sind nur nach oben hin offen und jetzt öffne ich den Adventskalender einfach mal. Und entferne dafür die Acrylplatte. Es wird übrigens auch in diesem Video eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, sage ich dir im Laufe des Videos. Und hier haben wir dann die erste Lage. Und ich bin, von dem Design jetzt nicht unbedingt weihnachtlich angehaucht, um ehrlich zu sein. Aber wir haben es draußen 30 Grad. Das ist für mich jetzt vollkommen legitim. Seid übrigens schnell, der ASOS Adventskalender ist immer ein Adventskalender, der super schnell ausverkauft ist. Ich verlinke euch den aber unten mal in der Infobox und dann kannst du mal vorbeischauen. Und dann starten wir mal mit Box Nummer 1. Kann man auch super weiterverwenden. Also ich finde den super, den Adventskalender vom von der Art und Weise. Das ist halt nachhaltig. Wir haben als erstes hier etwas drin von Bare Minerals. Bare Minerals. Skin Surreals. Introducing. Keine Ahnung. Skin Longevity. Keine Ahnung, was das ist. Vital Power Infusion. Da sind 7,5 Milliliter enthalten. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich denke, das ist ein Gesichtsserum, ne? Wenn ich das so sehe. Also es sieht aus wie eine Probe, aber 7,5 Milliliter von Bare Minerals ist jetzt auch nicht unbedingt günstig. Genau, die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch im Bare Minerals Adventskalender mit drin und habe die als Gesichtsserum einfach verwendet. After cleansing, apply 2 pumps over entire face and neck. Use morning and night. Also ja, das ist halt einfach nach der Reinigung, du kannst was verwenden. Nimmst du 2 Pumphübe von und das gibst du auf dein Gesicht und dein Dekolleté und deinen Hals. Und kannst du morgens und abends verwenden. Finde ich cool. Box Nummer 2 befindet sich hier. Oh, Emma Hardy. Das begegnet uns immer wieder in Adventskalendern, die Marke, Leute. Die wird uns jetzt immer wieder über den Weg laufen, weil wir YouTuber bestellen uns ja auch immer gerne diese ganzen englischen Adventskalender. Das heißt auch Look Fantastic kommt ja aus England. Glossy Box kommt auch aus England. Also da vermute ich auch so Emma Hardy und sowas drin. Purifying Pink Clay Detox Mask. 15 Milliliter. Und das soll entsprechend dazu führen, dass dein Gesicht gereinigt wird mit pinkem Lehm. Und das finde ich cool. Und das ist das erste Produkt, was in die Verlosung mit reinwandern wird. Aber ich finde das total cool. Das soll die Poren verfeinern und auch dein Gesicht reinigen. Ne? Finde ich toll. Das lässt du auf dem Gesicht, dann wird es antrocknen, dann siehst du aus wie ein Golem. Mein Freund will mir dann immer irgendwelche Zettel in den Mund stecken. Wisst ihr, Golem, ne? Der steht dann da, dann macht man da einen Wunsch in den Mund und dann kriegt man den erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ist das dann so, dann kann man das abwaschen und dann hat man ein wirklich schönes, gereinigtes Gesicht. So, die Nummer 3 ist riesengroß und die ist hier unten. Da bin ich auch gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich finde diese Boxen-Idee so gut, weil das ist nachhaltig, das ist wiederverwendbar. Ne? Und selbst wenn du sagst, Mensch, ich möchte die Boxen irgendwie als Adventskalender anderweitig verwenden, kannst du das ja machen. Die kannst du ja woanders reinräumen. Ich finde das großartig. Von Cica Pear Tiger Grass Calming Mask. Also jetzt haben wir 2 aufeinanderfolgende Kläppchen, tatsächlich eine Maske drin. Das ist ein bisschen wenig abwechslungsreich. Das ist eine beruhigende Maske, die die Haut beruhigen soll. Genau, so schaut die aus. Und das ist von Dr. Jart.
Das ist koreanische Kosmetik und die werde ich dann behalten. Ja, komm. Das ist eine Tuchmaske und da bin ich auch gespannt drauf. Die Marke mag ich. Wusstet ihr, dass man bei ASOS tatsächlich auch Pflege und dekorative Kosmetik im Onlineshop bekommt? Ich wusste es erst, seitdem ich die Adventskalender ausgepackt habe. Vorher wusste ich das auch selber noch gar nicht. Die Nummer 4 schauen wir uns an. Das kann ich jetzt... Ja doch, hier unten haben wir die. Das mache ich jetzt seitlich. Die ist relativ schwer. Oh ja, Clinique Moisture Surge 27-Hour Auto Replenishing Hydrator. Das ist eine Gesichtscreme. Die soll ja angeblich 72 Stunden Feuchtigkeit spenden. Das wird sie nicht machen. Also gerade bei meiner trockenen Haut brauche ich das einfach in einem häufigeren Turnus, um das mal so zu sagen. Wir haben hier drin 15 Milliliter. Das ist eine gute Größe auf jeden Fall. Ich persönlich habe ja einige Sachen, die ich dann für mich selber behalte. Manche Sachen packe ich in Adventskalender für Familie, Freunde oder wenn ich die hier verlose oder sowas, ne? Das heißt, ja, für mich macht das auf jeden Fall alles hier Sinn, die Adventskalender auszupacken. Ich werde nämlich immer gefragt, Claudia, was machst du eigentlich mit den ganzen Sachen? Sie finden alle ein schönes Zuhause. Hier haben wir die Nummer 5 und das ist der Tag vor Nikolaus bzw. der Abend vor Nikolaus. Oh, wir haben hier sogar Zwischenwände drin. Der Wahnsinn. Genau. Und ich glaube, in England ist der 5. Dezember wichtiger als der 6. Dezember. Aber wir gucken mal. Ich finde, ja, eigentlich so langsam könnten wir auch mal dekorative Kosmetik hier drin haben. Aber wir haben hier wieder Pflege drin und zwar Pure Skin Face Cleanser. Ne? Ja, das ist nochmal auf Französisch. Remove Surface Oils, Make-up, Dirt and Grime. Ich weiß jetzt nicht, was Grime heißt, aber das entfernt halt entsprechend Schmutz und Make-up. Das finde ich ganz gut. Den hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr in diesem Adventskalender mit drin. Das dürfte auch eine Full-Size-Größe sein mit 56,7 Gramm, weil das ist halt in 2 Unzen angegeben, ne? Englischer Adventskalender halt. Ja, finde ich ganz cool. Ich glaube, ja komm, das ist von First Aid Beauty, also Fab, wandert auch bei euch in die Verlosung mit rein. So, jetzt wäre tatsächlich bei uns in Deutschland Nikolaus und das haben wir hier. Wobei Santa Claus ist doch eigentlich... Na, mal gucken. Mal gucken, wie wichtig England Nikolaus ist. Santa Claudia ist Nikolaus sehr wichtig. Oh, er ist so wichtig, dass hier von Physics Sisters ein Serumroller mit drin ist, ein Rosenquarzroller. Die sind ja zurzeit extrem angesagt, ne? Das hier unten ist Plastik und das da oben dürfte dann Rosenquarz sein. Schön mit einem roségoldenen Design da. Das ist schon schick, ne? Ist auch ein schönes Adventskalenderprodukt, finde ich. Die Nummer 7 haben wir hier oben. Man sieht, ne, das ist tatsächlich hier mit so einer Zwischenwand getrennt. Das könnte eine echt schöne Make-up-Aufbewahrungskiste werden, oder? Weiß ich nicht. Hier haben wir drin Perfect Hair Day Lifting Proof 5-in-1 Styling Treatment Styler. 30 Milliliter sind hier enthalten. Ja, ich habe zwar lange Haare, die mir ja sehr, sehr weit runtergehen. Also wenn ich sie aufhabe, Leute, ne, seht ihr in vielen Videos von mir, wie lang die tatsächlich sind. Ja, auch ein Grund, weswegen ich die jetzt zu habe, weil es ist zu warm für lange Haare. Genau, das brauche ich aber nicht, weil ich sowas nicht verwende, weil ich style meine Haare nicht. Ich mache mir da keine Locken rein, ich mache mir da kein Volumen rein, ich mache mir da nichts rein. Ich lasse da auch irgendwie keine Styling-Produkte groß dran. Deswegen ist das für mich kein Produkt, was ich verwenden werde. Und deswegen geht es auf jeden Fall in die Verlosung mit rein. Die Nummer 8 befindet sich hier. Ui, wir haben schon wieder eine Maske drin. Von Origins Clear Improvement einer Active Charcoal Mask to Clear Pores. Also damit kannst du entsprechend deine Poren reinigen. Und das ist halt so eine ganz klassische Aktivkohlemaske, die halt auch wieder auf deinem Gesicht trocknen wird. Ich weiß nur nicht, wie lange man das drauf... Ja, acts like a magnet. Also das funktioniert wie ein Magnet, um deine Poren zu reinigen. Man soll es halt so lange drauf lassen, bis es trocken ist, ne? Ja, okay, läuft. Die Nummer 9 ist hier. Oh, ich lieb's. Das ist das Love Sleep Pillow Spray von This Works. Okay, ich kenne nur das Deep Sleep Pillow Spray und hier sind 10 Milliliter enthalten. Es riecht genauso. Es riecht halt nach Lavendel. Aber ich benutze sowas super, super gerne für auf unseren komplettes Bettgedöns, ne? Auf die Kopfkissen, auf die Decken und so. Oh, es ist ein Traum. Doch, also es ist sehr pflegelastig tatsächlich, aber der Adventskalender macht mir Spaß. Also es sind schon gute Produkte hier so drin. Doch. So, hier unten haben wir die Nummer 10 und die ist jetzt aber ganz schön schwer. Das wird keine dekorative Kosmetik sein. Nee, das ist von Nip & Fab, auch eine coole Marke, Illuminate Vitamin C Fix Tonic. Ein Toner ist das mit 100 Millilitern. Ja, Vitamin C
habe ich ja immer so ein bisschen Angst vor, aber vielleicht kann ich das einfach mal ausprobieren als Toner. A refreshing and skin awakening tonic infused with Vitamin C to reveal a glowing complexion. Okay, also es ist eine erfrischende und erweckende Lotion, um dein Gesicht mit Vitamin C und Glow zu versorgen, so in der Art. Jo. Jetzt kommen wir zu dem letzten Büchschen aus der ersten Schicht und ich schiele rüber. Ich glaube, wir haben, ich weiß noch nicht, wir haben eine Zahnpasta drin. Also Zahnpasten sind cool, man braucht Zahnpasten, natürlich. Das ist auch irgendwie sowas, ein Pflegeartikel, man braucht Zahnpasten, aber die sollen aufhören, die in Adventskalender oder Beautyboxen zu packen, Leute. 10 Milliliter sind hier enthalten, Marvis und das ist ja Strong Mint, ne? Riecht auch super. Es ist eine Zahnpasta. So, wir sind jetzt bei der Halbzeit und das hier ist tatsächlich die zweite Schicht von dem Adventskalender. Und ja, hier haben wir die Nummer 12 und die würde ich jetzt gerne einfach mal aufmachen. Die Nummer 12 finde ich eigentlich auch immer ganz wichtig, weil du die Hälfte vom Adventskalender oder die Hälfte der Adventszeit erreicht hast. Und deswegen sollte die Nummer 12 auch irgendwie cool sein, finde ich. Also finde ich. Da haben wir von Aveda Damage Remedy Daily Hair Repair Instant Visible Repair Protects from Heat Styling. Okay, 100 Milliliter sind in dieser Tube enthalten. Das ist ganz schön viel, ne? Aveda ist eine teure Marke. Anwendung: gut schütteln, eine geringe Menge zwischen den Handflächen verreiben, gleichmäßig in das feuchte Haar einmassieren und zum Verteilen auskämmen. Nicht ausspülen, stylen. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Styling-Fan. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Produkt sein wird, was mir die Haare verklebt. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Wir probieren das mal aus. Das war die 12, dann gehen wir zu 13. Die ist hier oben und die ist klein. Und ich hoffe bei den kleinen Kläppchen oder kleinen Büchschen darauf, dass wir da dekorative Kosmetik drin finden. Aber die ist ein bisschen zu schwer für dekorative Kosmetik. Oh, das ist edel. Dieses Produkt hatten wir, ich glaube, letztes Jahr auch schon im Adventskalender und im Glossybox Adventskalender von Elemis, die Pro Collagen Marine Cream Anti-Wrinkle Day Cream. Ich glaube, dieses Pöttchen kostet so seine 50 Euro, 50, 55 Euro. Wahnsinn, es ist eine Full-Size-Größe mit 30 Millilitern. 30 Milliliter ist nicht viel für eine Tagescreme, normalerweise hast du so 50 Milliliter drin, aber das ist einfach ein super hochpreisiges Produkt. Finde ich cool, dass sie hier mit drin ist. Nummer 14 haben wir hier oben drin und sie ist auch klein. Also bislang haben wir ja nicht wirklich dekorative Kosmetik gesehen, aber die ist so schön leicht. Vielleicht verbirgt sich hier irgendetwas drin, was mein Beauty-Herz zum Strahlen bringt. Das finde ich ganz cool. Nee, aber wir haben zwei Produkte drin. Das finde ich cool. Da hast du so kleine Produkte drin. Und weil die so klein sind, hast du da direkt zwei von drin. Das ist nett. Ansonsten packen die auch gerne, auch in hochpreisigen Adventskalender, einfach mal so ein Pröbchen-Sachet rein. Okay, das ist beides von Sunday Riley. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Das ist einmal CEO 15% Vitamin C Brightening Serum. Das ist ein Vitamin C Serum für das Gesicht. Ich weiß nur noch nicht, wie viel drin sind. Was ist das? 0,17 Ounce. 5 Milliliter. Genau. In dem anderen dürften dann auch 5 Milliliter drin sein. Genau. Und das ist das Glycolic Acid Treatment. Also Glykolsäure. Ich glaube, Glykolsäure soll dich entsprechend reinigen und Vitamin C soll dich zum Strahlen bringen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das peelt auch so ein bisschen. Da muss man halt aufpassen. Das ist halt für mich immer ein bisschen schwierig, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, aber ihr habt schon zwei Face-Produkte in der Verlosung mit drin. Ich muss am Ende mal schauen, dass ich, wenn mir das nicht reicht, was ich euch mit reingepackt habe, dass ich das Paket halt mit anderen Sachen auffülle, die halt bei mir im Backup sind, ne? So, dann habe ich hier unten die Nummer 15, die ist hier. Auch die fühlt sich eher nach Pflege an als nach dekorativer Kosmetik. Dr. Pawpaw, Multipurpose Soothing Balm with Natural Pawpaw. For Lips, Cheeks and Cosmetic Finishing with a Hint of Tint. Okay, das sind 25 Milliliter. Die Tube ist bis hier gefüllt. Das finde ich auch immer bei diesen Dr. Pawpaw Produkten großartig. Ja, das ist cruelty-free and vegan. Also tierversuchsfrei und vegan. Das ist, genau, ganz nett. Das macht tatsächlich so ein bisschen so einen Blush-Effekt. Also du kannst diese Creme rausnehmen und die so ein bisschen auf die Wangen tupfen und auch auf die Lippen. Dann hast du so wirklich einen Hint of Tint, also einen Hauch von Farbe. Ist eigentlich eine coole Nummer, aber ich persönlich mag das nicht so gerne. Und da das wirklich jetzt mal ein dekoratives Kosmetikprodukt ist, packe ich euch das auch mal mit in die Verlosung mit rein. Ich weiß, dass das gar nicht mal so günstig ist, aber ich weiß, dass das hier mal was ganz anderes
anderes ist, weil das ist rot und nicht dieses klassische Orange, was sonst immer bei diesen Dr. Pawpaw, was wir auch mal in Beautyboxen und so drin hatten, enthalten war als Farbe. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwem damit eine Freude machen kann. So, dann haben wir hier oben die Nummer 16 drin. Das ist eigentlich total dämlich, dass ich euch jetzt immer die Schublade hochzeige, weil das fliegt ja eh durch die Gegend, ne? Das fühlt sich jetzt so leicht an, dass ich vermuten würde, entweder eine Probe von einem super hochwertigen Produkt oder dekorative Kosmetik. Vielleicht kommen wir dem Ganzen mittlerweile auf die Spur. Nee, ja. 10 ml von der Shiseido Ginza Tokyo Ultimune Power Infusion Concentrate. Das ist ein Serum für das Gesicht von, ja, von Shiseido. Und Shiseido ist ja bekannt dafür, nicht günstig zu sein. Ich glaube, wir kennen es eher in dieser Tube. Ich glaube, das habe ich auch schon mal verwendet und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Genau, das soll dir entsprechend Energie geben und dich gut aussehen lassen. Und das sind 10 ml und das kriegt man eigentlich ganz gut aufgebraucht. Im Prinzip ist es ja, 10 ml ist ja ein Drittel von der Normalgröße, ne? Von daher alles vollkommen legitim. Dann gehen wir jetzt mal zu Nummer 17, die ist in dem unteren Part. Und die ist auch wieder leicht. Groß, aber leicht. Dekorative Kosmetik. Baby, ja. Das ist die Too Faced Better Than Sex Mascara. Und zwar haben wir hier 3,9 Gramm enthalten. Das ist eine super, super schöne Mascara, die ich auch schon da habe und die ich echt gut finde. Die macht dir schöne Wimpern. Das ist so ein Kunstfaserbürstchen. Oben dick, unten dick, in der Mitte ein bisschen schmaler zusammengehend. Fächert die Wimper schön auf und macht dir echt einen tollen, strahlenden Augenlook. Echt klasse. Zeigen die jetzt gerade ganz schön, was die so im Online-Shop zu bieten hätten, theoretisch. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 18. Die habe ich hier in der nice Leo-Optik. Ja, oh mein Gott, ja. Wir hatten letztes Mal den First Light Priming Filter von Becca drin. Und dieses Mal haben wir von Becca den Backlight Priming Filter drin. Und ganze 15 ml sind hier enthalten. Das finde ich so geil. Das ist ein Primer, der deiner Haut Strahlkraft verleihen soll. Ich trage heute auch unter meiner Foundation die... Ja, ich bin sehr bunt geschminkt heute. Es tut mir leid. Ich hatte Bock auf Lila. Das ist die Lethal Cosmetics Palette übrigens, die neue. Genau. Habe ich drunter. Finde ich angenehm. Finde ich schön. Mag ich leiden. Und ja, das ist hier diese Tube. Wundervoll. Da freue ich mich drüber. Das andere, das First Light Priming Filter, ist nämlich so lila auf der Haut. Und das hier wird dann so Nude-Farben sein. Das wird auf jeden Fall getestet. Finde ich klasse. Das hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so gesehen, welche Produkte so drin sind. Weil ich habe einfach schnell auf Bestellen geklickt und aus die Maus. Und habe mir einen Keks gefreut, dass es dann heute angekommen ist. Yay. Weil eigentlich kommt heute der Postbote gar nicht bei uns. Aber ich glaube nicht, dass es mit DHL gekommen ist. Weiß ich gar nicht. 19. Die ist lang und schmal. Da könnte doch ein Pinsel oder sowas drin sein, oder? Das hörte sich gerade nämlich auch so ein bisschen an wie irgendein Stift. Das kann auch ein Eyeliner oder sowas sein oder ein Lipliner. Nee, es ist von Spectrum, der B08. Und das kannst du als wundervoll präzisen Highlighter-Pinsel nehmen. Letztes Jahr hatten wir einen Fanbrush von Spectrum drin. Fanbrushes, diese aufgefächerten Viecher, ist nicht so meine Welt, aber das hier ist meine Welt. Hat eine schöne Länge, mag ich gerne. Und damit kannst du hier schön deinen Highlighter platzieren und auf der Nasenspitze. Echt geil. Ich liebe Pinsel. Ich bin ein Freak. Was Pinsel angeht, bin ich echt verrückt. Ich kann euch hier oben in meinem Pinselsammlungsvideo verlinken. Yay. Ha. Die Nummer 20. Das sind so kleinere Büchschen jetzt, leichtere Büchschen. Deswegen hoffe ich ja wirklich dekorative Kosmetik und sowas, ne? Ja, ganz schön. Von Laura Mercier. Schön. Pure Canvas Primer. Okay, das ist jetzt der zweite Primer. 25 ml sind hier enthalten. Aber ganz ehrlich, wir reden hier von Laura Mercier und von Becca. Da könnt ihr mir auch gerne in jedes Kläppchen ein Laura Mercier Primer und ein Becca Primer mit reinpacken. Wäre ich auch glücklich mit. Das ist ein Blurring Primer. Der sollte quasi das Gesicht weich zeichnen. Und ja, schön. 25 ml ist auch echt, also ist fast eine Full-Size, oder? Weiß ich nicht. Das finde ich heftig. Finde ich toll. Sieht unscheinbar aus, das Typchen, ne? Muss auf jeden Fall getestet werden. Ich plane ja sowieso, ne, dass ich irgendwie, wenn ich mit den ganzen Adventskalendern irgendwann in diesem Universum mal durch bin, dass ich dann auch einen Full-Face-Adventskalender schminke oder sowas. Aber ich finde es irgendwie, die hätten das ein bisschen mehr aufteilen können, oder? Dass die diese ganzen Dekorativ-Kosmetik-Geschichten auch mehr so auch in der oberen Etage hätten platzieren können. Aber ich will eigentlich nicht meckern. Eigentlich will ich nicht meckern, ne. Eigentlich freue ich mich, dass das alles so ist, wie es ist. So, die Nummer 21 haben wir hier.
Wir sind wieder bei Pflege. Und zwar ist das von Indeed eine Circadian Night Mask mit 50 Millilitern. Das ist ganz schön viel. Sowas kann man tatsächlich auch verwenden. Einfach drauf lassen und dann ins Bett gehen. Halt wie eine Nachtcreme, ne? Da musst du nicht abwaschen oder so. Finde ich cool. Und das soll dir dein Gesicht hydratisieren. Das finde ich toll. Die Nummer 22 ist ganz schön groß, aber auch ganz schön leicht. Vielleicht ist hier wieder eine Tuchmaske oder sowas drin. Nee, hier sind Lashes drin von Eylure. Eylure London. Und das ist sogar mit Kleber. Das sind diese hier. Und das ist eine Limited Edition. Das ist auch ganz nett, oder? Ja, die Enchanted Limited Edition ist das. Ja, ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von künstlichen Wimpern. Hier hast du sogar so ein Aufsatzvieh mit dabei, dass du dir die besser aufsetzen kannst. Und die packe ich euch tatsächlich mal so, wie sie sind, in die Verlosung. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann habt ihr auch ein bisschen was, um eure Wimpern hübsch zu machen. Genau. Aber ich bin jetzt echt, also selten, ne, dass ich mal künstliche Wimpern trage, wenn dann vielleicht mal zu Karneval oder sowas. Aber ansonsten ist das nicht so meine Welt. Die Nummer 23 ist wieder ganz schwer und das wird dann auch wohl wieder Pflege sein. Oh, ich habe mich schon gefragt, wann The Ordinary drin ist, weil The Ordinary gibt es auch in dem Online-Shop zu kaufen und deswegen, es musste mit drin sein, eine Koffein-Solution und das kannst du für deine Augen verwenden. Das habe ich nämlich in einem anderen Adventskalender schon drin gehabt, deswegen weiß ich, wofür das ist. Mit 5% Koffein-Solution, Lösung und EGCG. Ich weiß nicht, was EGCG ist. Weiß ich immer noch nicht. Und hier sind 30 Milliliter enthalten. Und das möchte ich euch gerne in die Verlosung mit reinpacken. Genau, weil ich habe das ja schon da. Das brauche ich ja nicht zweimal jetzt haben. So, das war jetzt die Nummer 23. Und irgendwas habe ich hier, glaube ich, falsch gepackt, oder? Weiß ich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Irgendwas ist hier gerade komisch. Hier habe ich jetzt die Nummer 24 und die ist winzig klein. Da muss irgendwas Kabam-mäßiges drin sein. Dekorative Kosmetik, keine Ahnung. Ein Too-Faced Highlighter oder sowas. Das wäre ganz nett. Nee, wir haben was von MAC drin und zwar den Matte Lipstick Rouge à Lèvres in der Farbe 646 Marrakesch. Das zeige ich ja gerade richtig toll. Genau. Und MAC Lippenstifte finde ich ganz, ganz klasse. Muss ich wirklich sagen. Und da würde ich auch tatsächlich sogar ein mattes Finish in Kauf nehmen. Das ist einfach von der Haltbarkeit super, vom Auftrag super, vom Tragekomfort super. Es ist ein schönes Rostrot. Und ich freue mich tatsächlich auch sehr darüber, dass es nicht so ein klassisches Rot ist. Mag ich gerne leiden, ne? Das ist schön. Das ist ein schöner Ton. Mensch, ihr Lieben, dieser Adventskalender war echt der Wahnsinn, oder? Also mir gefällt der richtig gut. Natürlich zahlt man auch seinen Preis dafür. 86,25 ist natürlich eine Hausnummer. Kommt immer auf den Wechselkurs vom Pfund an. Ich persönlich fand ihn aber cool und werde ihn auf jeden Fall nächstes Jahr nachkaufen, weil ich den einfach so abwechslungsreich und sinnvoll gestaltet finde. Denk auf jeden Fall an die Verlosung und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!